Es ist Freitag, es ist Polish Beer Friday, Zeit für ein polnisches Bier von einer Brauerei, die war noch nie hier auf dem Kanal. Was das für eine Brauerei ist, welches Bier sie gebraut hat und was es über die Brauerei zu erfahren gibt, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit mir heute auch wieder den Polish Beer Friday begeht. Und an der Stelle nochmal ganz fetten Dank an Beer Tasting Worldwide, Beer Tasting Germany, den Probierjungen, Nico Westfalen sowieso, Mr. Bierzeps, die da alle mitmachen und mittlerweile diesen Polish Beer Friday zu einer ganz großen Geschichte gemacht haben. Und ich finde es einfach klasse, weil das zeigt, wie diese Bier-Community zusammenhält und die empfehlen sich ja auch einfach gute Biere. Und in Polen sind die einfach zu Hause und wir müssen nicht von ganz exotischen Brauereien aus Amerika Biere reinholen. Da gibt es auch gute Pendants in Polen und das Ganze noch zu einem vernünftigen Preis. Wo es das alles gibt, das findet ihr gerne selber raus. Wo ich dieses Bier hierher habe, das seht ihr unter dem Video. Da könnt ihr dann auch gerne auch bestellen. Ich kriege dafür nichts, aber ich werde immer wieder gefragt, wo ich meine Sachen bestelle. Da tue ich es. Heute geht es um eine Brauerei. Wie gesagt, die war noch nie da. Und freitags ist sie nieder. Aber Browar Zarabanda ist meine Brauerei heute und ich habe dann mal versucht, ein bisschen rauszufinden. Sie haben eine Webseite, da ist das Logo von Browar Zarabanda drauf, das war es dann aber auch schon. Also Informationen konnte ich da jetzt keine großartig bekommen, aber ich habe rausgefunden, dass sie aus Warschau sind und dass sie bei mittlerweile, jetzt muss ich mir selber nochmal schauen, bei Browar Pivoteka brauen, sind also Gypsy-Brauer, groß geworden. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie groß sie tatsächlich sind. Aber in der Anfangsphase haben sie bei Browar Marienstadt gebraut und die haben ja durchaus auch eine etwas größere Brauanlage. Also da geht dann schon auch ein bisschen Volumen drüber. Wer steht denn jetzt eigentlich hinter Browar Zarabanda? Das ist der Bartosz Urbaniak, der braut seit 2021 Bier, also das Ganze jetzt im dritten Jahr. Und ob das Ganze was kann, das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Ich habe hier das Wild West. Und was könnte das anders sein als ein West Coast IPA? Und ihr wisst ganz genau, West Coast IPA, die stehen bei mir im Augenblick ganz, ganz weit oben. Und der Bartosz ist gar nicht so geizig, was Informationen angeht. Denn Chinook, Mosaik, Strata und Citra sind hier reingekommen. Dann sind wir noch, Moment, wo haben wir es jetzt hier? Ingredients, ja, Gerstenmalz, Hafermalz, Weizenmalz und Hefe natürlich und Wasser sind drin. Und das Ganze schließt dann auf 6,2 Volumensprozent und 14 Grad Plato. Über die Bittereinheiten, ihr kennt das alle, wird nicht so richtig viel verraten. Aber, also keine Bittereinheiten, aber hier. Das sind, glaube ich, 6 Punkte. Und da gibt es 6 von 6. Also, da knackt es gleich im Gebälk und das finde ich ja durchaus auch sehr angenehm. Ich mag das, wenn West Coast IPA draufsteht, dann darf da auch ruhig West Coast drin sein. Da darf es einem auch mal ein bisschen die Fußnägel aufstellen. So, schauen wir mal, wie das Döschen hier sich jetzt auch gleich im Glas macht. Und ich sage es auch gerne, 500 Milliliter, das ist dann eben auch das, man ein bisschen was hier fürs Bier, fürs Geld an Bier bekommt. Ja, anfangs noch ein bisschen trüb, das war eher vom Einschenken, jetzt ist es nur noch so leicht opal. Wir haben 2 Fingerbreit eines ja, schönen schneeweißen Schaums und der legt sich fast fingerdick hier ans Glas, also nicht zu kompakt, aber richtig gut haftend. Schöne goldene Farbe, das gefällt mir von der Optik schon mal. Oh, das hat aber eine richtig kräftige Pfirsichnote. Bisschen zitrusig, Pinie. Oh, da ist auch. Oh, ich habe wieder so ein Déjà-vu bei einem der Hopfenreiter. Da habe ich in der Nase schon Erdbeere gehabt. Habe ich jetzt auch. Brutal. Also, das ist ein richtig schönes Näschen, was dieses Bier hier hat. Weil es einfach jetzt nicht so von der Stange ist. Was ich ja, ein bisschen. Ja, die Pinie. Aber das war's dann auch. Aber ich bin mal gespannt, was das jetzt hier West Coast-mäßig gibt. Cheers, setz ihn wohl. Ja, also Pfirsich und Zitrus. Wobei jetzt die Zitrusfrucht so ein bisschen nach vorne geht. Das liegt auch daran, dass so eine leichte Säure aufkommt. Pfirsich noch schön stabil dahinter.
Aber das ist richtig schön hopfig, das ist richtig schön bitter. Da kommt die Pinie durch. Das hat auch eine leichte Harzigkeit, nicht zu sehr, aber es ist nicht so süß. Es ist ein bisschen astringierend. Sehr schön, es zieht so ein bisschen am Mund. Angenehm würzig auf der anderen Seite. So ein bisschen Karamell, nicht zu viel. Also das Malz ist eher hier eher Zaungast an der Stelle. Und meine Erdbeere. Da ist meine Erdbeere auch wieder, ganz weit hinten. Aber es hat ja so einen typischen, die Erdbeere hat so einen typischen Geschmack. Und ich finde, den erkennt man dann auch so ein bisschen auf die Ferne. Schön vollmundig, richtig präsent im Mund das Bier. Wie gesagt, eher auf, ein bisschen auf der trockeneren Seite zu Hause. Das drückt die Bittere schön nach vorne und ja, hat einfach ein richtig schön knackiges, bitteres Mundgefühl. Und ja, vom Körper her würde ich sagen, im mittleren Bereich, die Kohlensäure ist eher so ein bisschen auf der milderen Seite zu Hause. Die ist jetzt gar nicht so vordergründig, sehr fein, sehr cremig. Aber das Mundgefühl ist eher auf der glatten Seite. Läuft super in den Hals und zieht dann so eine Hopfenspur. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Biere so richtig schön trocken und richtig schön bitter und richtig schön hopfig sind, dann hat man so das Gefühl, die ziehen so eine Schleifspur bis hinten in den Rachen rein und der geht dann so die Speiseröhre nach unten und das macht dieses Bier. Es ist ein herrliches Erlebnis, kann man hier für kleines Geld haben. Der Nachtrunk, nach wie vor trocken, nach wie vor bitter, nach wie vor Pinie, nach wie vor harzig. Leichte Säure, Zitrusfrucht, ja. Pfirsich geht ein bisschen zurück. Das wird eher so Mango, Maracuja. Aber es ist eben mit einer sehr feinen Klinge geschnitzt. Und was einfach bleibt, ist diese anhaftende Bittere. Die hängt im ganzen Mundraum drin. Ist aber halt richtig geil. Und deswegen muss ich sagen, es ist ein richtig geiles West Coast IPA. So gehört das. Und das Wild West von Browar Zarabanda aus Polen am Polish Beer Friday. Und da gibt es einfach dann mal 4,5 Punkte für das Wild West von Browar Zarabanda aus Polen. Ein richtig, richtig gutes West Coast IPA. Dann war es das von meiner Seite. Wenn ihr Informationen über Browar Zarabanda habt, die ich von noch nicht gehabt habe, dann schreibt die gerne mal hier drunter. Wenn ihr andere Biere von denen kennt, die unbedingt mal probiert werden müssen, schreibt das gerne hier drunter. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann löst es hier unten. Und wenn ihr Lust habt, andere Videos zu sehen, dann schaut hier einfach auf dem Kanal ein bisschen rum. Und morgen, da machen wir dann den Supermarkt Samstag, auch mit einem geilen Bier. Was das sein wird, das seht ihr morgen um 18 Uhr. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.